Das Thema der aktuellen Ausstellung ist Phantasma. Phantasma stammt ursprünglich aus dem Griechischen und behandelt so Träume, Albträume, Diesseits, Jenseits, so die Ebene zwischen zwei Welten sozusagen, also die Götterwelten des Griechischen. Es ist aber auch in den aktuellen romanischen Sprachen Phantasma eben der Traum, der Albtraum. Und ja, das geht eben hin bis zu Transzendenzen und Übernatürlichem, sage ich mal so in dem Bereich. Das Logo der Ausstellung, also eine Art Katzenaugen mit diesem Gelb und dann eben dieses so zu verändern, dass man nicht mehr direkt sagen kann, was es für ein Lebewesen ist. In Phantasma geht es einfach darum, die Leute in manchen Räumen einzufangen, durch die Räume selbst. Und eben die gesunde Mischung aus Bildern, sage ich mal, gemalten, fotografierten Bildern, Skulpturen, die dann wieder den Raum beleben, bis hin zu Räumen, wo dann Videoinstallationen laufen. Also einfach eine gesunde Durchmischung mit aktueller Kunst aus Europa. Es sind 30 Künstler und etwa 200 Exponate. Wir haben Bereiche, wo sich Wesen befinden, die zwischen zwei Zuständen sind, so wie von Sundari Art oder Susanne Kircherliner oder von Steve Fietzens, die dann aber auch schon wieder in den Bereich des Märchens gehen, der Fantasie, die da auch beflügelt wird und die dann eben hingeht bis zum Albtraum, bis hin zu Daniel Depoteaus tanzenden Skeletten. Und das ist genau das, was wir so ein bisschen beabsichtigen, dass wir das Niveau der Kunst halten, aber die Verpackung praktisch so machen, dass die Ausstellung so doch den einen oder anderen Aha-Effekt mehr hat als nicht. Wir haben einen zweiten Raum, der funktioniert so ähnlich. Da steht eine Liege von Daniel Depoteau, die sich erhebt und sich bewegt, wenn der Raum aber so harmlos eingerichtet ist. Und man dann diesen Schalter drückt, wo man die Liege bewegen kann, dann erschrickt man, weil man damit nicht rechnet. Man rechnet in dem Moment mit allem, aber nicht, dass die Liege sich bewegt. Hallo, ich bin Uwe Dietz, bin Künstler aus Stuttgart. Mir ging es eigentlich darum, mal wie ein Maler an diese Werke zu gehen oder wie ein Maler zu denken, aber trotzdem das fotografisch umzusetzen. Also in diesem Bild geht es eigentlich darum, Was ist der Schlüssel zum Glück, auch wenn die Arbeit Promises heißt, ja, also Versprechungen. Und ja, also man sieht hier eine Decke, die eigentlich gekippt ist als Wand im Hintergrund. Das stellt im Prinzip den Himmel dar, also das ist das Tor zum Himmel. Hi, my name is Peter Leroux, I'm from Belgium. It's always animals, animals, animals. I love it because you can give such an expression in the heads of animals. And I compare sometimes human beings with animals, just to make fun of them. Yeah. Because I think human beings think they are so important and they aren't. Yeah. That's my way to express that. Ja, der Raum ist bewusst so eingerichtet, wie er damals eingerichtet wurde, als das Schloss noch bewohnt war. Und das hat den Grund, dass es als erstes einmal eine vertraute historische Raumsituation schaffen soll. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass mit dem Bett etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn man es dann noch nicht gesehen hat, dann hängen noch zwei Bilder an den Wänden, die eigentlich einen schon in die Richtung des Übernatürlichen führen. Und ja, bis jetzt haben es eigentlich alle gesehen, dass in diesem Bett ein Abdruck ist. Manche meinen, unter dem Bett liegt noch was und keiner weiß so recht, was es sein soll. Ist es nur ein Abdruck einer übernatürlichen Kraft? Ist es ein Abdruck von etwas, was irgendwann einmal da war oder etwas, das noch da liegt, aus welchen Gründen auch immer? Und das ist genau das, wo die Spannung aufgebaut werden soll. Ja, das Schloss ist, wenn man die Grundmauer nimmt, rund 1000 Jahre alt. Wenn man im Schloss oft und häufig zugange ist, hat man manchmal den Eindruck, dass da doch schon etwas ist.